GG! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute erwartet euch wieder ein Vlog. Denn gestern war ich in Nürnberg unterwegs auf der KavichiCon. Diese Con hatte das Thema Weihnachtsfunkel-Glitzerzauber. Nein, das habe ich falsch gesagt. Weihnachtsglitzer-Funkelzauber. Wunderfunken-Weihnachtszauber. Wunderfunken-Weihnachtszauber. Das bedeutet, das Thema an sich war Weihnachten. Und das hat man auch an den Cosplay gemerkt. Und ihr habt jetzt schon gewonnen, denn ihr hattet einen Weihnachts-Captain Jack Sparrow. Da kann man nur gewinnen. Neben dem waren aber natürlich auch viele andere coole Cosplays direkt zum Thema oder eben auch neutrale Cosplays dabei. Hierzu kann ich euch leider nicht ganz so viel zeigen, denn ich war leider viel zu spät für den Cosplay-Wettbewerb. Denn ich war noch mit Mr. Ananas groß einkaufen im Asia-Shop. Es war so ein richtig großer Asia-Shop, in dem es ganz viele Sachen gab und ich immer so wie so ein kleines Kind: wow, wow, cool, da, guck mal Fisch, ah, guck mal, das ist voll der große Fisch drin, ah, wow, wow. Hier so, voll cool. Aber zurück zur Convention. Was ich wirklich sagen muss, dadurch, dass es so eine kleine Convention war, war das Ganze auch ein bisschen familiärer. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass nicht ganz so viele da sind. Pi mal Daumen würde ich sagen, so waren wahrscheinlich 300 Leute da, die da ein- und ausgegangen sind und das war noch absolut angenehm. Ich meine, guck mal, wo findet man denn sonst ein Getränk für 30 Cent? Oder auch, es gab auch Spaghetti für 2 Euro und das ist ja wohl mal gar nichts. Denn das Ganze war in einem Jugendzentrum und da muss ich sagen, dadurch, dass das Ganze so klein war, fand ich es mega, weil man sich einfach viel, viel besser connecten konnte. Denn auf den ganz großen Conventions, da hast du ja keine Zeit, da rennt immer jeder an jeden vorbei und ja, es ist auch ziemlich schwer, da neue Kontakte kennenzulernen. Außer du hast schon eine Community, mit der du cool bist. Und als ich da so mit Mr. Ananas rumgetigert bin, habe ich gleich eine kleine Gruppe gefunden und zwar haben die gerade Sushi gemacht. Aber nicht normales Sushi, sondern so Süßigkeiten-Sushi zum selber basteln. Aber es sah halt aus wie echtes Sushi. Beziehungsweise es sah nicht aus wie echtes Sushi. Ich kann euch mal zeigen, wie das ausschaut. Das war das Sushi. Und ja, es sah schon eigentlich ganz nett aus. Andere wiederum nicht so. Und am Ende blieb dann noch eine wunderschöne Pampa aus Fischeiern und Gammelreis übrig. Und das durfte ich natürlich als Challenge essen. Da ich YouTuber bin, schrei ich dann sofort hier. Und das ist das Ergebnis. Hier kommt das Flugzeug. Los, Tommy. Hier kommt das Flugzeug. Soll ich ein kleines Stück nehmen? Ich gebe her. Okay, eine halbe Stunde wird gerichtet. Ich will diese Anbindung aushalten. Aber es schmeckt ganz geil, es ist mehr der Kopf. Ich im Mund. Ich denke doch schlucken. Ich denke die ganze Zeit, ich habe Blutreier im Mund, weißt du? Boah. Müssen wir mal zeigen. Alter. Ich kann nicht. Das muss halt die Egelbohnen für ein Stück gleich reinschmeißen. Und dann das kleine Grüppchen, das mich da so herzlich aufgenommen hat. Gehen nochmal Grüße raus. Vielen Dank, dass ihr uns da gleich eingebunden habt in das Ganze. Und was ich echt feier ist, die waren als Cosplayer da. Aber die haben nicht Anime-Charaktere gecosplayt, sondern YouTuber aus Final Clash. Und das ist geil. Also das fand ich echt cool. Respekt geht raus an euch. Für alle, die diese Convention noch nicht kannten, ist das vielleicht mal ein Tipp für nächstes Jahr. Oder schaut euch wirklich mal um, es gibt immer kleine Events. Ich hatte auch Mr. Ananas nur darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das nicht in dem Animex-Newsletter gelesen. Das habe ich vor einem Monat da nicht gefunden. Und es freut mich natürlich, dass so kleine Sachen auch noch stattfinden. Und deswegen geht es von mir ein Sugoi! Also haltet die Augen offen und kommt auch vielleicht nächstes Jahr zu dieser Convention einfach. Und vielleicht sieht man sich ja einfach dort oder auf der nächsten. Und ja, der Tag für mich war jetzt mega lang und ich werde jetzt noch die ganze Nacht das Video durchschneiden und noch andere Videos aufnehmen und morgen geht's auf München. Aber ich möchte an dieser Stelle mal sagen, Leute, vergesst nicht, wie cool solche Tage sind, auch wenn es anstrengend ist, wie viel man machen kann. Wie viele Tage gehen normalerweise einfach ins Lande, wo man sich denkt, so was habe ich eigentlich die ganze Woche gemacht oder die letzten paar Tage. Und deswegen strengt euch an, geht raus, fahrt raus und es gibt manchmal günstigere Möglichkeiten, außerhalb was zu erleben, als man denkt. Und deswegen nutzt eure Zeit, ich bin raus. Ach ja, ich habe blaue Haare heute gehabt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir mit einem Like und vergesst auch nicht, Leute zu markieren, die ihr vielleicht dort gesehen habt auf der Convention. Vielleicht haben die das ja noch nicht gesehen, das Video. Ich brauche ja noch ein bisschen Reichweite.